Ihr wollt wissen, wie es da oben auf dem Plateau aussieht? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, Ende weg. Schauen wir mal. Wir wollen uns da hinten die Küste angucken. Mal herausfinden, wie es da so weitergeht. Und vor allem möchte ich herausfinden, wie ich von hier aus weiterkomme. Das war Quatsch. So bin ich hier hingeflogen. Ich muss doch... Wie komme ich denn jetzt da hin? Wie habe ich denn den gebastelt? Von da aus war das nicht. Bin ich da irgendwie rumgegangen? Ich glaube, ich bin da rumgegangen. Ja. Schauen wir mal. Nehmen wir uns den Weg dahin. Bitte, 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 bitte. Danke. Einmal hier drüber. Dann machen wir uns aber auch direkt... Schön. Daneben. Bin ein bisschen verwirrt. Habe ich hier die auch schon weggeballert, die Viecher? Schnecke echt nicht mitgenommen. Interessante Töne haben wir. Ja. Da, haha, haha. Dich will ich haben. So. Okay, aus der Ferne draufballern und wir kriegen Hatcher Remains. Verdammt, wie viele brauchte ich denn dafür? Da habe ich jetzt natürlich nicht drauf geachtet. Special, Ma'am, fertig. Gott sei Dank habe ich alles dabei. Alien-Organismen. Ein! Easy. Der hier wird nochmal fies. Wobei... Aus dem Zeug kann ich ja auch was machen. Das habe ich ja auch schon erforscht. Was haben wir? Das heißt aber, ich kann da, also die 5 kriege ich auf jeden Fall zusammen dafür. Hatte ich jetzt noch Biomasse dabei? Ja, aber ich habe Mycelium. Also ich kann mir das zusammenbasteln. Das ist doch schon mal ganz gut. Da unten habe ich noch so einen gesehen. Da drüben wären auch noch welche. Sehr schön. Oh, hier sind noch jede Menge. So, da noch ein, da oben noch ein. Okay. Hier kommen wir gut weg. So, da kriegen wir alles, was wir brauchen. Dann fliegen wir mal da weiter. Von da aus. Wo sind wir denn weitergegangen? Da sind auf jeden Fall noch... Wie haben wir denn den Weg da gemacht? Ja, genau. Komm, mach ihn. Einmal speichern und dann schauen wir weiter. Oh, komm. Ja, ja. So. Von wo kommen die dort? Irgendwie? Nee, ja, ist ja gut. Ist ganz ruhig. Ich baue nach. Na komm. Oh, wir haben gar nicht mehr so viel
Kabel dabei. Ist da immer so quer. Ja, komm. Ziehen uns jetzt darüber. Dann ist immer so untypisch, wenn die Dinger hier nicht bewacht sind. Fühlt sich halt gerade an, als würden die Viecher fehlen. Ja, ja, komm, bleib, bla bla. Relaying message. Hello, this is Paternal Figure. I have taken ill and need your help to find a cure. Irgendwie von da drüben. Say that the only remedy is alien artifacts. So, da dran, fertig. Dann haben wir den Kreis hier auch geschlossen. Einmal hier hoch. Und dann fliegen wir hier rüber. Wir haben hier den Weg hinten rum gemacht. Da sind wieder zwei so. Hat mir nicht gefällt, ist das. Na komm. Nochmal. Uiuiuiui. Scharfschütze. Scharfschütze Sven. Genau. Mit Z-W-E-Doppel-N, bitte. Wieder an der Arbeit. So. Was bist du? Bist du Öl oder bist du... das. Das ist nicht die Ecke, wo ich mir das angekreuzt habe. Kreuze ich mir das da. Und das hier ist Wasser, wie es aussieht. Ich bin mal ehrlich, mir fehlen gerade ein bisschen die Postwals. Ich habe sie doch nicht alle abgeknallt. Du kannst sie nicht alle töten. Aber ich kann es versuchen. So. Und dann heißt es, du kannst uns nicht alle töten. Egal. Ich quäl's doch auch nicht. Da ist auf jeden Fall, da war ich schon mal. So, dann fliegen wir mal hier Richtung anderes Biom. Was haben wir denn so? Gucken wir mal. Kennen die Ecke hier hinten ja eigentlich schon? Ich fände es echt toll, wenn hier mal so ein Splitter, so eine Spinne rumfliegen würde. Dinger, meine ich. Okay. Der hängt jetzt in der Luft. Bin ich jetzt wieder falsch abgebogen? Ich echt? Also ich muss gestehen, mich im Moment hier zu orientieren, wo ich denn schon war und wie ich hier durch die Gegend gekommen bin. Hey, ich sehe, da hinten ist was, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkam. Pass auf. Wir basteln um. Wir müssten ja theoretisch... Was ist das? Blätter. Alles Blätter. Habe ich die...
harvest it. Was? Egal. You are so lucky that you found this most valuable artifact. Du bist lustig, ich finde hier nichts. Ja, wir wollen darüber. Schau mal. Ob wir... Nein. Ob wir hier einen besseren Weg finden. Einmal so ein bisschen quer durch. Okay. Nie im Leben habe ich alle Viecher so radikal weggemacht, dass hier nichts mehr bewacht wird. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, unten die in unserer Health-Leiste, unten links, das ist jetzt mehr eckig als rund. Weil ich meine, hier, ne, Schnecke, die liegt so rum. Eine einfach rumliegende Schnecke, das ist doch... Da ist ein Weg hoch. Den nehmen wir jetzt auch. Hüpf. Hüpf. Aha, wenigstens ihr mal. Direkt drei Stück. Okay, er hat mich immer noch nicht erkannt. Das. So. Okay, Hawk Remains. Da müssten hier vorne noch ein paar sein. Hawk Remains. Hawk Remains. Nachladen. Hey, 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 hey. Also die Atmosphäre ist immer noch gut. Ich mag dieses Spiel. Irgendwann finde ich ja auch den Weg zurück wieder. Was ist da? Oh, ich höre dich. Das sehe ich noch nicht. Ah. Ich glaube, da sehe ich dich. Hm? Okay. Oh, du bist, oh, oh, du bist. Die sehen jetzt anders aus, und zwar je nach Biom. Komm, wo hast du es hingelegt? Ja. Licht drauf. Blups. Das ist auch ganz schön. So, kommen wir da nach oben? Ich hoffe schon. Auf jeden Fall eine Etage höher. Die Frage, komme ich hier lang am besten da hoch? Oder eher die andere Seite? Sagten unsere Karte. Karte sagt, da geht ein Weg hoch. Karte sagt aber, oh, da wäre besser gewesen. Wir gehen jetzt also da lang, weil da geht der Weg ganz nach oben. Also die Richtung. Hier lang? Ist das? Nein.
Das soll der Weg nach ganz oben sein? Oder war das hier? Ah, hier! Erst um die Ecke laufen. Okay. Und hier jetzt einfach geradeaus hoch. Also mit dem bisschen, was wir bisher an Viechern gefunden haben, dann ist es ganz schön karg geworden. So, oh, auf einmal sind hier oben Bäume. Hier waren bisher nie Bäume. Da steht ein bisschen was in der Luft. Da geht auch der Weg runter. Also, das ist mein Rückweg hier. Und wir können wieder schweben. Wir können uns das Ganze... Das ist die... Aha, die stand direkt am Rand. Das war die, ne, hier war dieser erhöhte Rand, wo man dann in diese Senke reingefallen ist, wo klar zu erkennen war, wo passiert noch was. So, hier ist jetzt gerade so ein bisschen, wahrscheinlich ist hier mittendrin, genau, ich sag mal so, da ist verlorenes Material. Das haben sie gesagt, das ist mir aber auch vollkommen egal. Muss ich ja ehrlich zugeben. So. Hey, oh, das sieht, Leute, das sieht geil aus. Kriegen wir das so drauf? Ah, leider nicht. Mal so. Ich glaube, das nehme ich als Thumbnail. Weil das sieht wirklich schick aus mit dem Wasserfall da oben. Ich muss gar nicht mehr springen. Ich bin ja schon oben. So. Hier geht's mittendurch. Ich hab... Wo ist denn jetzt? Ah, da. Ist jetzt ein bisschen schwieriger zu sehen hier. Hier ein Ressourcenknoten? Nein. Das ist ein bisschen komisch, dass hier oben so ein großes Feld ist. Also guckt euch mal das hier an. Ne? Also Kupfer, Eisen, alles Mögliche. Nennt man hier oben nichts. Hier fehlt so ein bisschen was. Oder muss ich hier erstmal suchen? Weil das da sieht echt aus. Also die ganze, dieses ganze Plateau, das ruft danach Ressourcenknoten hin. Da findest du was. Oder meine ich das nur? Wie seht ihr das? Schreibt das doch mal unten in die Kommentare rein. Ah, wir können ja mal gucken, ob wir hier was finden. Eisen ist es nicht. Kupfer ist es nicht. Das ist es. Was habe ich jetzt angeklickt? Egal. Hier? Ah. Ja, das ist alles nicht so nah. Aterium. Nein. Schwarz. Schwefel. Das sieht alles nicht danach aus, aber, ne? Ja, sein können. Was war das? Kohle, genau. Öl natürlich nicht. Ein Geysir ist es auch nicht, das sieht man. Ja, genau. Also hier oben, in diesem Biom, ist buchstäblich nichts. Andererseits bedeutet es auch, da ist gut Platz, um vielleicht doch eine Megafactory hinzubauen. Von der Idee gar nicht so doof. Okay. Der Wasserfall hier ist ja mega. Oh, in mehreren Stufen sogar. Das gefällt mir. Hier war jetzt Ende. Ich habe keinen. Doch, da geht. Okay, da geht's runter. Von da kam ich ursprünglich hoch. Okay, verstehe. Also hier oben, das Plateau hat sich schon mal ordentlich verändert. Da unten ist auch ein bisschen. Macht sogar alles Sinn hier mit. Ne? Da ist Wasser, also sind da auch Bäume. Interessant wäre natürlich. Ist natürlich, warum auf der anderen Seite vom Wasser keine Bäume sind. Aber ist doch schon mal was. So,
Da vorne geht's mit unserem Zeug weiter. Dann laufen wir mal dahin. Schauen wir mal. Hier war der andere Weg hoch. Okay. Ich meine, wie die Jungs schon sagten, das ist halt alles noch auch Work in Progress, deswegen ja auch Early Access. Quatsch, Experimental. Hm? Und der steht da wieder in der Luft rum. Macht jetzt, oh, hier geht auch nochmal eine schöne Wasserfall runter. Auf jeden Fall schön gemacht. Wohin wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollte doch mehr in die Richtung. Darüber. Das war das, wo es da runter ging. Dahin und dann. Ich will jetzt nicht den ganzen Weg da einmal drumherum machen. Eigentlich weiß ich nicht, ob ich es schaffe, hier runterzufallen und den da zu erwischen. Andererseits, Versuch macht klug, ne? Ach komm. Ah, da ist auch wieder. Gott sei Dank. So. Na, so haben wir das gemacht. Also jetzt haben wir ein Biom schon mal wieder neu gesehen. Das ist doch schon mal ganz schön. Okay, hier schweben auch wieder ein paar. Zack, hoch, hoch, jo. Okay, hier sind so Feinheiten, die sie angepasst haben. Dann hier nochmal eine kleine Kante mehr rein und hier nochmal ein bisschen runter. Hier natürlich der Wasserfall. Schön. Ich mag Wasserfälle. Merkt man nicht, oder? So, bitte, danke. Hier dran vorbei, bitte, danke. Also, das haben sie ganz gut hingekriegt. Das ist ganz gut. Das haben sie sehr gut hingekriegt. So. Hier dann doch sehr stark verändert. Hier hätte ich jetzt irgendwie einen Spitter oder einen Stinger erwartet. Und jetzt habe ich ein Problem. Weil hier habe ich keine Ahnung, wie ich drumherum kommen soll. Deswegen ziehen wir uns jetzt mal eben ein Käbelchen. Okay, das ist sehr groß zum Drumherum gehen geworden. Wo finde ich jetzt mein Kabel wieder? Da oben finde ich mein Kabel wieder. Und einmal da hoch. Okay. Dann sind wir hier schon mal drumherum gekommen. Ah, Wasserfall. Auch clever gemacht, das aus den, ne, quasi wie so ein Röhrchen da raus zu nutzen. Der Überhang da, nochmal Wasserfall.
bin ich denn jetzt hier angekommen? Oh. Auch nice. Kleiner See hier oben. Jetzt sieht man erstmal, wie viel sich hier verändert hat, wenn man sieht, wie meine ganzen Masten hier wirklich in der Ecke hängen. Wahnsinn. Ich gehe mal da hoch. Und da unten ist der komplett neue Bereich. Ich das richtig im Kopf habe. Gucken wir mal. Hier was? Ich wundere mich ein bisschen, dass ich da unten quasi kein bisschen was von meinem Stromgedönse sehe. Ich gehe jetzt nochmal darüber. Weil es würde ja bedeuten, ich war in diesem Bereich gar nicht. Ich habe alle Festplatten, das weiß ich. Ja, aber es hieß ja immer nur, bringt euer Zeug da weg und nicht, da kommt noch was hinten dran. Schauen wir mal. Dafür sind wir hier, um das herauszufinden. Allgemein, das ist echt schön geworden. Also, ja, die kleinen Änderungen, nur das Ändern der Assets, das hat schon wirklich was gebracht. Und jetzt hier die Nummer. Schauen wir einfach mal, wie wir hier rüberkommen. Da müssten wir natürlich auf so ein Ding dann einmal durchreiten, oder? Die Motte kommt natürlich nicht nah genug hier ran. Ja. Hier unten kann man sehr schön sehen, da wird auch nochmal was passieren. Weil der Boden ist noch sehr griddig. Also da sieht man so eine schöne. Na, bleibst du? So eine schöne Linie einmal da hoch und da oben nochmal so eine Kante. Ja. Also da wird nochmal was passieren. Der Wasserfall sieht seltsam aus. Also zumindest im oberen Bereich. Okay, da hinten habe ich noch ein bisschen was zur Seite gebracht. Wo geht das hin? Aber der Bogen sieht halt mega aus. Das Schöne ist auch, man muss gar nicht erklären, wo das Wasser herkommt. Ey, ist ein Alien-Planet, da kommt Wasser daher. Punkt. Aber der Bogen gefällt mir. Könnte man noch überlegen, sich den da zu nehmen? Und zu hoffen, dass man wieder hochkommt. Andererseits, wir haben Beton dabei, ne? So. Wir sind hier angekommen. Ein schönes Stück hier vorne rüber. Ja, die enden einfach da. Warum endet der da? Okay. Die Karte ist also doch definitiv größer geworden, würde ich behaupten. Wobei, hier ist der ganze Kram mit dem Öl. Also das passt schon. Überall Öl. Impure, impure, normal, pure, impure, normal. Impure. Hier, also Öl haben wir hier massig. Oben könnte man auch noch irgendwas machen.
schon wieder vergessen, wofür ich das alles brauchte. Aber wir haben hier Schwefel, wir haben hier Kohle, Katerium. Also wir haben hier quasi alles, was wir brauchen. Wir haben relativ nah Wasser. Einzige, was hier oben fehlt, wäre Öl. Und das Öl, wenn wir sagen, wir haben hier Wasser, dann haben wir auch hier Öl. Also ne, mit der Nummer kann man hier, glaube ich, eine ganze Menge reißen. Und das wäre auch nochmal eine Überlegung wert, da was zu machen. Ich sehe gerade, Uran gibt es nur 3 Stellen. Und alle 3 normal. Echt jetzt? Es gibt nur 3-mal Uran auf der ganzen Map. Wie machen die anderen denn so riesige Atomkraftwerke? Reicht das dafür? Holy crap. Da hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Hier ist Öl, also, ne, hier ist mega viel schöner Shit. Diese Bögen hier. Ne, ist, oh. So, was so ein bisschen nächtlich wird. Ich sollte hier nicht runterfallen. Das wird absolut tödlich. Habe ich Sprit dabei? Nein. Das wäre absolut tödlich. Das wäre also ziemlich das Schlimmste, was ich machen könnte. Moment. Ich brauche... Hier, du kannst... Ich habe Zeug. Verdammt. Bin ich schon wieder dran vorbeigescrollt? Fix muss. Body Equipment, da, die habe ich gesucht. Ich habe keinen Platz. Hallo? Körperslot. Body Slot. Oh! Stand hier nicht gerade Körper drin? Slot, Körper. Equipment Slot, back. Okay, Leute, da müsst ihr vielleicht nochmal dran. Was brauche ich eigentlich hier für so einen Schutzanzug? Okay, das ist ja halb so wild. Den kann ich mal nachher machen. Und dafür fehlt mir Quarz. Okay. Aber gut zu wissen. Ich habe bisher immer noch keine Spinnerwesen-Dingsbums gesehen. Ah, jetzt kann ich auch mal sehen, wo ich mir den Marker hingesetzt habe, den gehighlighteten. Da hinten. Wir wollen in die Richtung dort. Okay. Jetzt kommen wir dort an. Aber da unten in dem Bereich, da war scheinbar keine Festplatte, also bin ich da auch gar nicht erst hingegangen. Weil das ist der weiteste Punkt und wie man sieht, ne? Hängt ein bisschen in der Luft. Jo. Ich tue mich gerade ein bisschen schwer. Ich habe nicht genug Kabel dabei, um runterzugehen. Ich könnte natürlich noch ein paar Kabel bauen, wenn das Autosave vorbei ist. Aber... Ah. Das ist jetzt sowieso hier von hier oben aus. Na gut, von dem Bogen, da könnte ich natürlich darunter. Das wäre, glaube ich, ganz gut, wenn... Aber wir genießen jetzt dieses Biom erstmal nur von oben. Hier ist das ganze Öl, da ist Öl, da ist Öl. Und da sind wieder die Viecher, da noch welche, 3-mal. Ich kann ja mal
Dann immer 5 Schuss, ne? Weil über Reichweite wird ja nichts gesagt und... Okay. Also, merke, das ist zu weit weg. Okay. Ich hab noch so viel, worum ich mich jetzt kümmern muss. Ja, die Munitionsproduktion muss wieder laufen. Wir gehen jetzt darum, wieder Richtung Heimat. Ich hoffe nämlich noch irgendwie eine Spinne zu finden. Dann habe ich das letzte Ding auch noch erforscht. Das wäre von Vorteil. Und dann bietet sich sowas wie ein Wald oder hier dieser Bereich halt an. Noch 4 reichen sogar. Warte. Aber ich könnte jetzt einfach nur mal, weil ich das ja jetzt schon... Ne, gehen jetzt einfach mal bewusst nah ran, weil ihr habt ja noch gar nicht gesehen. So, die gehen jetzt auf. Und dann kommen hier die Viecher wieder raus. Ups, ups. Und die machen jetzt einfach weiter. Und ups. Und dann kann man hier dieses Eigelb dann auch zerschießen. Also, die hauen jetzt öfter Gegner raus. Oder durchgehend, um genau zu sein. So. Finde ich auch von der Idee her nachvollziehbar und ja, ehrlich gesagt vernünftig. Weil warum sollte ich jetzt hingehen und die Dinger immer platzen lassen? Das ist ja auch kein Vieh würde auf der Welt so überleben. Naja, dann ist alles, also wenn du jetzt einmal, ne, dann bist alles im Arsch. Okay. Boah, kann ich mit leben. Okay, hier ist eine kleine Pfütze. So, da lang. Oh, da sind die Kollegen. Die sind immer nervig, aber da kommen wir ja dran vorbei. Sind ja schnell durch. Einmal eben drüber. Genau. Dankeschön. Sind nur kurz durch. Da drüben. Dann fliegen wir darüber. Ich würde mich über was Krabbelndes freuen. Weil da muss man ja auch relativ nah rankommen. Weil man kann sich ja sogar ansneaken. Hier, komm. Wenn du schon hier im Weg stehst. Nicht genug Platz. Comply. Ja, ich comply gleich. Geh mich nicht auf die Nüsse. Ich suche nur noch das, was ich rausschmeißen will. Relaying message. Hello, this is Paternal Figure. I have taken ill and need your help to find a cure. Doctors say that the only remedy is alien artifacts. Bam. Weg. So, was haben wir? Ein bisschen was Krabbeln, das wäre schön. Wäre jetzt nicht in irgendeine Höhle rein. So. Jetzt wird es auch schon wieder hell, dann kommen die ja sowieso seltener raus. Wo hatten wir denn einen Punkt, wo die oft gespawnt sind? Finden wir schon. Ansonsten in einer der nächsten Episoden habe ich garantiert mal wieder einen Spinnenvorfall. Sind die ja schon immer da? Wenn ja, warum habe ich ihn nicht mitgenommen? Ja, komm.
Ja, ja, ich complye. Oh. Hier liegt noch Zeug rum. Nehmen wir auch direkt kaputt. Hm? Yep. Das war der. Ich meine, die Dinger sehen auch echt schon nett aus. Also das haben sie ja schön gemacht. Hat was. Und auch gut viel verteilt. Da muss man echt aufpassen. Das dürfte Stadt waren. Ja. Ja, das ist Uran. Okay. Dann hier hoch. Oh, das war die Episode. Ich erinnere mich. Dunkel. Aber hier im Black Forest ist doch eigentlich... Black Forest? Red Forest? Hier hinten Red Forest, weil im Schwarzwald sind wir hier nicht. Ist doch eigentlich prädestiniert dafür, irgendwelche Spinnenviecher zu machen. Weil da unten, da wurde ich auch schon gekillt. Und da vorne habe ich mir die Fabrik hingeplant. Ah, ist ja super. Aber wenigstens Strom haben wir da schon mal liegen. Du liegst da so lustig rum. Aber wenigstens dabei ein bisschen was Sinnvolles gemacht, indem wir zum Beispiel die Dinger hier aufgesammelt haben. Da fliegt ein Motor. Dann wahrscheinlich ein Motorflieger. Ja, ich gehe in die Ecke und schäme mich. Mach ja schon. Okay. Da fliegt was. Ich höre hier auch nichts Krabbelndes. Ja, komm, nehmen wir die auch mit. Ist halt interessant, was im Moment so alles am Wegesrand noch liegt. Wo ich vorher einfach dran vorbeigegangen bin, offensichtlich. Will ich jetzt nicht wegsprengen? War das jetzt ein... Da geht's wieder nach Hause. Da ist noch mal so ein Hatcher. Boah, die haben wir jetzt mehrfach gesehen. Ich wäre jetzt echt mal bereit... Also jetzt mal ehrlich. Mitten in der... hier unten, ne? So im Dschungel drin liegt so einer. Und ich höre es nicht krabbeln? Was ist denn da los? Nicht genug Platz für rote Schnecke. Was geht diesmal drauf? Diesmal gehst du drauf. Tschüss, rote Schnecke.
strongly advise you to harvest this specimen. Und auch davon ist nichts Neues gekommen. So. So. Was ist da unten? So, dass wir einfach nur durchgucken. Okay. Wie wollten wir dann hier weitergehen? Da. Der Weg führt eher in die Richtung. Da wollen wir nicht hin. Dann wollen wir hier rüber. Da hatte ich mir irgendwas hingebastelt, damit der da drauf steht. Okay. Nächste Frage. Die Richtung oder die? Die Richtung zeigt in Richtung meines... Ah, das war hier. Da ist Uran. Ist hier auch... Okay, in die Richtung ist auch eine ganze Quelle. Das macht natürlich Sinn. So, hier jetzt runter. Dann gehen wir da lang. Normalerweise hat man die Viecher ja immer schon von Weitem gehört, aber... Ja, ich weiß, ich schwebe hier oben drüber und da haben die sowieso keinen Bock, mich irgendwie zu suchen, finden, täten. Aber so grundsätzlich... Sackgasse. Sackgasse. Da hört's auf. Da steht noch ein Mamm rum. Okay. Da ist eine Menge Uran, ja. Können wir denn hier am besten... runter. Wenn ich jetzt hier an dem Uran vorbeifalle, habe ich doch eigentlich, also quasi dahin, dann habe ich doch eigentlich einen Weg darunter, weil ich sehe ja da vorne schon, das müsste, Moment, da ist irgendwo, ist das dann am See, jo, das dürfte meine Kohlegeschichte am, meine verdichtete Kohle am See sein. Aber ich muss sagen, das hier sieht auch das ist auch ein schönes Bild. Wie ich das? So, wenn ich das ein bisschen reinzoome, dann habe ich die beiden schön auf den Linien. Habe meine Zentrale quasi in der Mitte. Das ist doch schon ganz nett. So, das heißt, wir stürzen jetzt ab in die Richtung dort. Jetzt lassen wir uns langsam nieder. Ich fände es super, wenn wir es bis da vorne schaffen würden. Das sieht aber gerade nicht so aus. Wobei. Bisschen Glück. Da ist ein Loch. Wie geht's denn hier hin? Da ist eine Höhle. Will ich da rein? Ich meine, Höhle ist ja eigentlich immer spinnenfähig, ne? Harvest. Na. Wir wollen in die Richtung. Wir wollen heim. Wir wollen heim. Das war das erste Mal in diesem Spiel, dass ich mich darüber freuen würde, wenn Viecher kämen. Was haben wir hier? Eisen, ne? Eisenerz unrein. Ah. Vielleicht will ich doch in diese Höhle. Kriegtechnisch wäre das cleverer. Kommen wir denn hier? Oh, das war eng.
Der ist ein Apparillo von mir, okay. Okay. Praktisch. Okay. Ab hier habe ich auch wieder Strom für den Rückweg. Schwefel. Beton. Sehr gut. Also wir haben es quasi wieder zurückgeschafft. Ist jetzt nur noch hier dieses Stückchen darüber. Vorerst war es das dann auch mal mit Update 6 Sonderdingern neu. Sobald ich natürlich irgendwas Neues finde oder habe, werde ich das entsprechend auch freischalten im MAM, damit wir da auch weiterkommen. So, hier lang. Genau. Und dann sind wir wieder hier vorne. Haben hier einen ziemlich... Sehr schön. Dann gucken wir, dass wir eben da vorne aufs Dach kommen. Und dann ist für heute auch gut. Ja, schade, dass ich keinen Stinger gefunden habe. Aber musst du bitte, danke. So, einmal hier wieder rein. Ja, wir haben noch ein bisschen was zu tun, aber die Seite, die sieht schon ganz gut aus. Wir sind fast fertig. Wir haben nur noch die Kollegen hier. So. Wo stellen wir uns denn jetzt hin? Ja, komm, wir gucken wieder. Wir gucken auf den Wasserfall. Wasserfall ist schön. So. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen.